Wie läuft so eine Hypnosesitzung eigentlich ab? Also wir beide haben einen Termin ausgemacht per Telefon und wir haben schon mal kurz besprochen, worum es bei dir eigentlich geht. Der erste Termin dauert bei mir 3 Stunden. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich viel an, aber es hat sich herausgestellt, dass dieser Zeitrahmen einfach alles bietet, was wir brauchen. Im ersten Schritt unterhalten wir uns über die Geschichte deines Problems, denn ich muss dein Problem ja erst kennenlernen. Für mich ist es also wichtig, dass ich ganz genau weiß, wie sich dein Problem für dich anfühlt. Das ist das Vorgespräch und die Anamnese. Im zweiten Schritt besprechen wir, wie soll sich denn deine Veränderung anfühlen? Also was sind deine Ziele, wenn wir dein Problem gelöst haben? Der zweite Schritt ist enorm wichtig, denn dein Unterbewusstsein muss wissen, wo du hin möchtest, wenn dein Problem gelöst ist. Es ist dein wichtigster Verbündeter auf dem Weg zur positiven Veränderung. Was wir dadurch erreichen, ist, dass ich dein Vertrauen habe und du eine Portion Neugier entwickelt hast, wie es jetzt weitergeht. Und das sind die allerbesten Voraussetzungen, um in Hypnose zu gehen. Der dritte Schritt ist also die eigentliche Hypnose und sie ist der Kern dessen, was wir vorher schon gemacht haben und sie führt dann zur Lösung deines Problems. Und jetzt geht es in meinen wunderbaren roten, bequemen Hypnosesessel. Dort legst du die Füße einfach auf den Hocker, ich decke dich mit einer weichen, warmen Decke schön zu und dann schließt du die Augen. Wir starten mit einer einfachen Tiefenentspannung und du lässt einfach los. Du folgst dann meiner Stimme in eine immer tiefere Entspannung und dein Bewusstsein tritt ein bisschen nach hinten und dein Unterbewusstsein kommt weiter nach vorne. Dieser Zustand ist sehr angenehm, sehr wohlig und sehr komfortabel. Während der Hypnose nimmst du übrigens um dich herum alles wahr. Der Unterschied zum normalen Sein ist einfach, dass das Außen herum plötzlich ganz unwichtig wird. Du kümmerst dich um deine innere Welt. Was du dort machst, machst du sehr fokussiert und sehr aufmerksam. Hypnose ist kein Schlaf, ganz im Gegenteil. Du arbeitest hochkonzentriert mit mir zusammen. Wir unterhalten uns sogar. Und selbstverständlich erinnerst du dich nachher an wirklich alles. Und so kannst du ganz selbstbewusst an deine Probleme bzw. an die Ursache deiner Probleme herantreten und wir lösen das sauber auf. Nachdem wir das schön sauber aufgelöst haben, tauchst du langsam, aber sicher wieder aus deiner Entspannung auf und bist im Hier und Jetzt. Danach bist du vielleicht etwas müde, denn du hast immerhin 3 Stunden heftig gearbeitet. Das ist also ganz normal. Aber wenn du aus der Praxis gehst, kannst du alles tun, was du normalerweise auch tust. Ich rate allerdings dazu, wenn du berufstätig bist, dir den halben Tag vielleicht freizunehmen und auch den Garten nicht gerade umzugraben. Gib deinem Unterbewusstsein Zeit, mit den neuen Veränderungen klarzukommen. Auch das braucht Kraft. Du siehst also, wie sinnvoll dieser 3-Stunden-Zeitraum ist, um alles in Ruhe durchführen zu können. Nach der Sitzung fährst du nach Hause. Du bekommst aber weiterhin Unterstützung von mir. Meistens mittels eines Audios, das du dir anhörst. Und nach etwa einer Woche, 10 Tagen melde ich mich bei dir oder du dich bei mir und wir finden heraus, wie es läuft. Jetzt hast du eine ungefähre Vorstellung, wie so eine Hypnosesitzung bei mir in der Praxis abläuft. Wenn du ein Problem hast, das du gerne mit Hypnose auflösen möchtest, dann melde dich bei mir per Mail oder buche einen Telefontermin. Das geht ganz einfach online. Dann besprechen wir, ob Hypnose dir bei deinem Problem helfen kann. Bis dann.